weiter, Sora. War nicht sicher, ob du kommst. Ich mir bei dir auch nicht. Fune. Tenzo hat euch wohl gesagt, wer ich bin. Das hat er, Sakai. Und wenn wir uns nicht im Krieg befänden, würden euch beide schon die Fische anknabbern. Wenn wir uns gegenseitig umbringen, kommen wir nicht weit. Zuerst halten wir den Adler auf. Dann klären wir das. Gut. Ich kam, um euren Plan zu hören, Sakai. Wie soll eine Bande Gesetzloser eine Armee der Mongolen besiegen? So wie ihr die Samurai vor 15 Jahren besiegt habt. Ihr habt Vater in die Senjo-Schlucht gelockt, ermordet und den Sakai-Clan zum Rückzug gezwungen. Wir machen das Gleiche mit dem Adlerstamm. Wie locken wir sie dorthin? Sie jagt mich. Wenn ich sie provoziere, folgt sie mir in die Senjo-Schlucht. Wo wir im Hinterhalt lauern werden und sie in die Hölle schicken. Das könnte klappen. Erst müssen wir den Adler finden. Sie ist stets in Bewegung und jagt neue Opfer zum Vergiften. Meine Späher durchkämmen die Insel. Sie finden sie. Und dann mache ich sie auf mich aufmerksam. Aber nicht im Alleingang. Der Adler kann unsere Zuflucht jeden Moment finden und niederbrennen. Wenn das unsere beste Chance ist, sie aufzuhalten, werde ich sicherstellen, dass sie den Köder schluckt. Abgemacht. Tenzo, kümmere dich um die Späher. Ich bereite den Hinterhalt vor. Ich lagere so lange hier. Wir haben nur eine Chance, den Adler zu Fall zu bringen. Macht keine Fehler. Jin, wir haben die Adlertruppen entdeckt. Ist Fune in Position? Die Schlucht wimmelt vor Plünderern. Wir müssen sie nur noch dorthin locken. Reiten wir zu meinen Speeren. Sie behalten die Adlertruppen im Auge. Wenn wir angreifen, zeige ich mich ihr. Du sagtest, sie jagt dich. Was will sie mit einem vergifteten Samurai? Ich soll einer ihrer Schamanen werden. Was? Einer ihrer Anhänger im Fort sagte, sie wolle mich rekrutieren. Aber sie hat ihr Gift eingeflößt. Die heilige Medizin ist für die meisten giftig. Aber ihre Schamanen nutzen sie als Übergangsritus. Hast du noch immer Visionen? Ja, und sie werden schlimmer. Ich warnte euch, dass dies nur in Wahnsinn und Tod enden kann. Tenzo, hierher! Die Mongolen durchkämmen die Insel. Sie suchen nach dem Samurai. Ist der Adler bei ihnen? Sie ließ sie anhalten und sandte ein paar ihrer Adler aus. Wir wurden nicht entdeckt. Sehen wir uns das an. Such nach dem Helm des Adlers. Er müsste leicht zu erkennen sein. Das ist sie. Der Adler ist hier. Wo? Ich sehe sie nicht. Gleich da. Sie sieht uns. Vorwärts! Da seid ihr ja, Fürst Sakai. Ich habe überall nach euch gesucht. Nicht jetzt! Nehmt mein Geschenk an. Werdet mein Schamane. Euer Geschenk ist Gift. Weigert euch und ihr werdet hier sterben. Genau wie euer Vater. Verflucht, wo ist sie? Tenzo, der Adler ist entkommen. Such sie! Yeah.
Mongolen haben uns erwartet. Aber wenn der Adler nicht hier war, wo ist sie dann? Wo bin ich? Jill, seid still. Welcher Ort auf dieser Insel ruft nach euch? Wo ist unser Wiedersehen bestimmt? Das kann nicht sein. Die Senjo-Schlucht! Der Adler ist dort, wo mein Vater starb. Wir müssen zurück zu Fune! Ich habe den Adler unterschätzt. Wolltest du wirklich nicht ihr Schamane werden? Uns deiner neuen Herrin opfern? Ich bin kein Verräter. Als sie mich gefangen hielt, vergiftet hat, ich hielt den Adler für jemand anderes. Ich erzählte von Vater. Von dem Hinterhalt in der Senjo-Schlucht. Sie wusste also, dass dein Vater dort starb. Dann erfuhr sie, dass du mit uns kämpfst und dass wir etwas Großes planen. Sie ist uns einen Schritt voraus. Aber wir können noch gewinnen, Tenzo. Die gesamte Streitkraft greift an. Sie überrennen Fune. Ich weiß, ihr seid hier. Stellt euch! Kam aus dem Nichts. Was ist passiert? Wir erklären es später. Hast du den Adler gesehen? Sie führte den Angriff an. Tötete die Hälfte meiner Männer. Zurück zur Zuflucht. Es wird keine zweite Chance geben. Wir müssen sie jetzt zu Fall bringen. Ihr seid genauso stur wie meine Männer. Dann los. Hergehört! Wir jagen den Adler! Auf in die Schlucht! Es ist zu spät. Die Schlacht ist verloren. Ihr habt versagt. So wie auch bei eurem Vater. Erinnert ihr euch, wie ihr ihn sterben ließt? Oh!
den Verstand verloren. Woher wisst ihr, dass diese Schlacht real ist? Jin, bist du noch bei uns? Mir geht's gut. Seid zu mir zurückgekehrt. Der Adler. Ist sie dieses Mal hier? Erinnert ihr euch an den großen Kasumasa? Gebrochen und blutend und ihr schlotternd wie ein neugeborenes Kalb. Ich war ein Kind. Ein Samurai. Kein Bauernjunge. Doch als euer Vater verzweifelt war, habt ihr euch feige verkrochen. Jin! Alles in Ordnung? Ja, kämpft weiter! Zuvor hörte ich nur ihre Stimme. Jetzt sehe ich sie. Fühle sie hier. Vielleicht verstärkt dieser Ort die Vision für dich. Seid ihr nicht müde, Fürst Sakai? Kommt, ich schenke euch Frieden. Und ich schenke euch kalten Stahl. Jin, reiß dich zusammen. Wisst ihr noch euer Entsetzen, als wir die Todesschreie eures Vaters durch die Schlucht halten? Ich nehme euch eure Schmerzen. Ich schicke euch zur Hölle! Der Adler wartet östlich von hier, wo mein Vater starb. Ich setze nicht alles auf euer Bauchgefühl, Samurai. Geht ihr nach Osten, Tenzo und ich decken den anderen Weg. Nein, ich gehe mit Jin. Er braucht mich. Viel Glück, euch beiden. Zu mir! Mäht die Mongolen nieder! Trefft mich im Herzen eures Schmerzes. Lasst mich euch heilen. Verdammt, schweigt endlich! Jin! Du musst umkehren. Es ist zu spät.
ist der Ort, wo du meinen Vater erstachst. Die heilige Medizin hat euch hergeführt. Wisst ihr wieso? Um eure Herrschaft zu beenden. Nein, um geheilt zu werden. Seit Jahren versteckt ihr euren Schmerz. Die heilige Medizin erlaubt euch, ihn zu sehen. Gegen meinen Willen. Eure Medizin ist eine Waffe. Hütet euch vor der Dunkelheit, Jin. Lasst euren Geist in den endlosen blauen Himmel steigen. Ich schwebe nicht über meinem Volk. Ich diene ihm. Selbst dem Volk, das euren Vater tötete? Ja, selbst ihnen. Welch eine Schande. Übernimm den Rest, Tenso. Ich hole mir den Adler. Wollt ihr einen? Ihr könnt mich nicht besiegen. Ihr werdet... Genau wie euer Vater. Euch dem Urteil eurer Vorfahren, Fürst Sakai. Vater. Jin! Hilf mir! Wir hätten hier zusammen sterben sollen, wie wahre Krieger. Ich habe euch enttäuscht, Vater. Nicht mich, unseren Clan. Der Name der Sakai ist befleckt. Die Menschen hier beschuldigen uns grausamer Taten. Manchmal können Verpflichtungen auch grausam sein. Es fiel mir nicht leicht, so zu handeln. Doch es musste getan werden. Ihr tatet eure Pflicht auf dem Schlachtfeld.
nicht zu Hause. Ich brauchte einen Vater. Als wir deine Mutter verloren, blieb mir ein Sohn, der mich nicht helfen konnte. Also erzog ich einen Samurai. Es ist soweit, Jin. Tu das, was nötig ist. Befreie unseren Clan von Schande und Unehre. Räche mich. Töte ihn, du Feigling! Nein. Ich werde niemals wie ihr sein. Euer Weg ist nicht der meine. Und euer Tod war nicht meine Schuld. Die Medizin hat keine Wirkung mehr auf euch. Wie ist das möglich? Thank you.
Eines Tages werdet ihr euch dem Urteil eurer Vorfahren stellen müssen. Eines Tages. Möge euer Tod allen anderen dienen. Das ist deine Chance. Wie geht es dir? Das ist nichts. Was ist mit dir? Hörst du sie noch? Nein. Es tut mir leid, Jin. Mir auch. Klingt, als feiern sie schon. Ich sehe lieber nach Fune. Sage ihr Bescheid. Geh nur. Ich komme nach. Warte nicht zu lang. Jin. Voller Blut. Des Vaters Atem schwindet. Befreit vom Leben.